In der heutigen Ausgabe von Let's Play Armored Warfare wird's amerikanisch. Und ihr wisst ja, die Top-Tiers sind noch nicht ganz durch. Hier der vorletzte, der noch fehlt, und zwar der XM1A3. Das ist das Gerät, das wir heute ausführen wollen. Ja, ein wunderschönes, dickes Ding, mit dem man hoffentlich den ein oder anderen Spaßpunkt an den Mann bzw. an die Frau bringt. Wir schauen uns die Details an. Ist natürlich ein Kampfpanzer, wie soll es anders sein? Der XM1A3 ist ein Panzerprototyp, dessen Entwicklung durch die US-Armee im Jahr 2009 begann. Der Kampfpanzer ist als weitgehend verbesserte Version des M1 Abrams ausgewiesen, mit optimierter Panzerung, reduziertem Gewicht und erhöhter Manövrierfähigkeit. Der Schaden 750, Durchschlag 800, der Schaden pro Minute knapp um die 5000 bei 9 Sekunden Nachladezeit. 3400 Strukturhammer, die Panzerung selber ist schwächer als bei anderen Panzern. Schauen wir mal, wie sich das auf die besagte Mobilität und Manövrierfähigkeit so auswirkt. Deswegen da 72 km/h und Geschützneigung, die Zielerfassung schaut sehr solide aus. Ich würde sagen, es ist eine gute Basis für jetzt ein hoffentlich schönes Gameplay, also springen wir ins PvE-Getümmel und schauen, wie er so loslegt. Die Operation Kavallerie. Ein alliiertes Flugzeug transportiert wichtige Informationen über Nequiels Löwen in der Region. Du musst sicherstellen, dass deine Klienten erreichen den Internationalen Sicherheitsrat. Ja, also, wir müssen die Klienten befriedigen und da tue ich doch alles dafür. So, wir haben hier noch ein XM1A3. Meine ist grün, der ist passender für die Umgebung, aber da habe ich halt einfach gespart. So, geht auch gleich schon los. Wir müssen praktisch hier rüber. Das sind auch unsere Zwischenziele. Schwarze Kompanie, ihr kämpft hier gegen Nick, wie es löst. Wir haben Berichte, wonach das Gebiet mit Wohin willst du? Naja, dann lass mal ihn halt vorfahren und ich biege hinter drin ab. Die Aufklärung hatte recht. Das muss eine der so, schneller Schuss direkt drauf. Zerstört die Kompanie. Planwechsel. Unser Flugzeug wurde getroffen. Komm schon, lade. Ja. Findet die Maschine, sichert die Daten und prüft, ob es Überlebende gibt. Okay, alle zerstört. So, kurze Slowdowns, aber geht wieder. Ja, ab und an haben wir solche Karten. Es gibt hier, also mein PC ist wirklich potent, aber ab und an gibt es so, ich weiß auch nicht, so manche Karten, das mag es einfach nicht so. Identifizieren. Und da passiert es dann einfach. Da jetzt ein dicker Hit. Identifizieren. Seid vorsichtig bei der Arbeit. Ah. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ziel identifizieren. Nee, alle winkeln gerade uncool, aber ich kann jetzt auch nicht so gerade treffen, wie ich das wollen würde. So. Ah, ich dachte, ich kriege ihn da doch. Das kann doch alles gerade nicht wahr sein. Jetzt dreht er mir den Turm zu, aber jetzt ist es auch schon leider zu spät für den Damage. Dann halt auf dich. Alles kein Problem. So, die Arti nervt mich hier massiv. Also, der Panzer selber fährt sich aber ganz schön. Wir müssen hier nur ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja schon einen Panzer verloren. Und dementsprechend macht es natürlich für uns nicht leichter, die Mission zu schaffen. Aber unterm Strich wird das alles schon machbar sein. Hier der Terminator. Ja, der macht Gott sei Dank einen sehr überschaubaren Schaden.
bis er wieder nachladen musste wie jetzt. Nur die Arti trifft mal wieder. Und der hält hier auf mich drauf. Aber genug auf mich geschossen, junger Freund. Nun geht's weiter Richtung Front. Der Lieutenant. Vorne Type 98. Wie gesagt, ich muss hier so ein bisschen mit Köpfchen spielen, weil eben mit einem weniger und die Arti fokust mich die ganze Zeit, wie man sieht. Auch der hat mich hier auf dem Schirm. Wir haben was abgekriegt. So. Aber wenn ich lang genug warte, ist er auch schon raus. Rückwärtsgang ist schön, also die Mobilität, die gefällt mir. Ist denn das die Möglichkeit hier mit den Artis? Nee, da komme ich so nicht drauf. Komm schon, komm schon. Schön hier mit Speed Karacho runter. Und da der Treffer. Ja, fahrt euch ruhig in die Karren. Das finde ich sympathisch. Ziel identifizieren. Da ist die Arti. Aber die ist direkt weggeholt worden. Und der hier jetzt auch. Aber wie gesagt, mit der Mobilität, die passt gut. Ziel identifizieren. Ich sollte nur meinen Po nicht so den Leuten hier so zudrehen. Dann geht's auch. So, da eine Arti. Diesmal schieße ich definitiv auf dich. Genug von dem Arti. Schmarrn hier. Und da bin ich zwar tot, aber ich kann hier wieder dank dem Reparaturset mich zurückholen. Das war jetzt auch ein bisschen bewusst gemacht, sag ich mal. Weil so kann ich wieder ordentlich mitmischen. Da hat es auch nicht nur mich erwischt, wie man hier sieht am Spawn, sondern da gab es auch noch den einen oder anderen Verlust innerhalb des Teams. Also von dem her, aber alles noch gut. Am Ende ist ja nur wichtig, die Mission zu gewinnen, und wenn es ein bisschen Credits gekostet hat, dann kann man auch damit leben. Den habe ich gespottet. Den auch, den auch. Bisschen was für den Aufklärungsschaden machen. Aber die Panzerung selber, die überzeugt mich jetzt nicht, muss ich sagen. Also ich finde es ja schön, dass die Amerikaner da auf die Mobilität gehen, aber zu Lasten der Panzerung passiert es halt dann. Also er ist schon mobil, aber wirklich so ein One-on-One frontal sollte man vielleicht dann doch eher meiden, so wie das wirkt. Ach, da wäre noch was. Falsch gedacht. Identifizieren. Doch noch was.
So. Den hole ich mir jetzt doch. Ja. Schön aus der Hüfte gefeuert. Jetzt sollten dann aber auch so gefühlt langsam mal alle Gegner zerstört worden sein. So, der weiß scheinbar mehr als ich. Also von dem her fahre ich dem da mal nach. So, kriegt er den Hit. Ja, den nehme ich natürlich einfach mit. Gun Depression ist ordentlich. Damit kann man arbeiten. Och Gott, ey. So. Kommt da noch was? Sieht so aus, dass, als ob das nicht der letzte gewesen wäre. Da hat der Gegner wohl noch was aufzuwarten. Und der Crab ist übrigens genau das passiert, was mir so gern mit leichten Panzern passiert. Einfach zu schnell, zu viel gewollt. So. Ich will von dem Leopard auch noch was abhaben. Ja. Haha, damit habe ich den letzten Kill der Runde noch für mich entschieden. So. Ich bin auf die Endauswertung gespannt. Aber ich bin schon mal nicht letzter. Also wenn der Crap-Spieler vor mir ist, dann höre ich mit Armored Warfare definitiv auf. Weil dann weiß ich es auch nicht mehr. So, wir warten gespannt auf das Ergebnis. Und das besagt, komm, zeig's mir, zeig's mir, zeig's mir. Das besagt, dass wir 19.829 Schaden gemacht haben, 14.000 erspäht und hier dieses Zeichen Blue Star, dass ich die höchste Reputation bekommen habe. Das sehen wir hier, da habe ich mich wirklich vernünftig auf den ersten Platz gespielt und das auch noch mit bisschen Abstand, also fast 300 XP. Das lief doch sehr fein. Unterm Strich 66.000 gab es raus, mit Premium natürlich, weil ich einfach das Reparaturset genutzt habe und das geht halt einfach mit 25.000 Credits rein und auch der automatische Feuerlöscher war am Start, sonst geht es da schon über 100.000. Ja, das war's. Der Panzer selber ist okay, aber ich muss sagen, von den 10ern gefällt mir der Challenger und der Leo bis dato immer noch besser als Armata und der XM1A3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, wenn ja. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Armored Warfare. Bis bald, euer Alcaramba.